Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, seit der letzten Folge sind wir hier im fertig gebauten Himmelstadt-Projekt und ja, angeblich gibt es ja jetzt wahrscheinlich ein Konzert. Ich habe ihn mal ein bisschen umgezogen, damit es einigermaßen ordentlich aussieht. Und jetzt sollen wir erstmal an einem Klavier dort unten üben. Und das machen wir jetzt auch. So, dann, ja. Vor dir steht ein prächtiger Flügel. Du verspürst das Verlangen, darauf zu spielen. Gut, dann machen wir das auch mal. Okay, die kleine Übung hat sich gelohnt. Du hast den Flügel gestimmt und dich mit der Partitur vertraut gemacht. Wow. 4 Tasten. Unfassbar. Gut, erneut auf dem Flügel üben. Deine Finger sind mit viel Geschick über die Tasten des prächtigen Flügels geflogen. Hier und da hörte man allerdings auch einige falsche Töne. Mit etwas mehr Übung wirst du sicher schon bald zum Klaviervirtuosen. Okay. Das Üben hat sich gelohnt. Du bist ein echter Virtuose am Klavier. Damit bist du bestens für den großen Auftritt vorbereitet. Erkundige dich bei Mariori über den Stand der Organisation. Okay, ja, lassen wir das mal so stehen. Ja nun, ich habe gehört, wie ihr auf dem Klavier geübt habt. Ihr seid wirklich ein Abenteurer mit vielen Talenten. Yeah. Alles ist für euren großen Auftritt vorbereitet. Auch die anderen Mitglieder eures kleinen Ensembles sind gefunden. Sie sollten jeden Moment hier eintreffen. Na gut, dann mal los. Das Ishgarder Musikensemble. Wer da nun? Die Mitglieder des neuen Ensembles werden jeden Augenblick eintreffen. Ich hoffe, ihr seid bereit für euren großen Auftritt. Ja, ich bin bereit. Kann losgehen. Okay. Theo, lang ist es her. Vielen Dank für die Einladung zu diesem denkwürdigen Festspiel. Die Bewohner Ishgards haben nun einen weiteren Ort, an dem sie Lust wandeln können. Glücklicherweise könnte ich jüngst auch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. So habe ich mit meiner Tochter das Flötenspiel geübt. Ich bin also bestens auf unser Konzert vorbereitet. Mein Bruder hat mir von eurer Idee berichtet und ich wollte es mir nicht entnehmen lassen, mit euch gemeinsam aufzuspielen. Ich spiele ebenfalls die Flöte. Und sei unbesorgt, ich habe auch fleißig geübt, um mit himmlischen Klängen das Herz meiner liebsten Lanyatee zu erobern. Oh, so, Besuch. Was führt die Herrschaften her? Und dazu noch in zueinander passender Tracht? Theo, Frosino, hat mich herbestellt, ohne genau zu sagen, wofür. Sie erhielt sich merkwürdig bedeckt. Weißt du, worum es geht? Es geht um die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Wir brauchen noch einen Pianisten für unser Himmelstadtkonzert. Sag mir das mit dem Traum. Die Bühne, Musikinstrumente, die bedeutungsvollen Blicke, soll das etwa heißen? Genau so ist es, Herr Franzl. Wir wollen nicht nur den Abschluss des Wiederaufbaus der Himmelstadt feiern, sondern auch unseren Dank für eure unermüdliche Arbeit zum Ausdruck bringen. Und da haben wir uns gedacht, wir gründen ein Ishgarder Musikensemble. Also, worauf warten wir noch? Alles ist vorbereitet. Wie, jetzt gleich? Und ich soll mitmachen? Aber selbstverständlich, mein guter Franzl, das ist dein Konzert und dein Ensemble. Wir haben alles vorbereitet. Jetzt musst du nur noch deinen Traum erfüllen. Wir alle möchten dir für deine harte Arbeit danken, verehrter Franzl. Also haben wir, Marcelin und die hohen Herren, uns zusammengetan und mit Hilfe des werten Helden einen kleinen Plan geschmiedet. Ich muss gestehen, dass ich etwas überrascht war, als mein Bruder mir mit
einem zufriedenen Grinsen die Noten überreichte und noch mehr, als ich erfuhr, dass er das Stück eigenhändig komponiert hat. Das wird ein großartiges Konzert. Deine Aufgabe, mein lieber Fenzel, wird sein, gemeinsam mit Theo auf dem Flügel zu spielen. Es ist ein Klavierduett. Graf Antonell, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überwältigt. Es ist genau das, wovon ich immer geträumt habe. Was für ein Tag. Ich werde mich mit deinem Spiel anpassen, Theo. Dieser Moment soll unvergesslich werden. Also gut, die Musiker stehen bereit. Wir werden nun die Zuschauer auf den Platz rufen. Das Konzert kann dann sogleich beginnen. Wenn ihr alle bereit seid, sagt mir einfach Bescheid. Dann gebe ich das Zeichen zum Beginn der Aufführung. Hervorragend. Ich würde sagen, wir beginnen umgehend mit der Einstimmung unserer Instrumente. Ein Zeichen und wir können losgehen. Gut, dann bin ich ja mal gespannt. Ich nehme an, ihr seid nun bereit zu spielen. Ausgezeichnet. Möge das Konzert zur Himmelstadt Weihe beginnen. Oh Gott. Das Ensemble wird nun mit dem Konzert beginnen. Stimme deine Eingaben auf die Anzeigen auf dem Bildschirm ab. Bei einem blauen Symbol muss deine Eingabe erfolgen, wenn die Rauten sich überdecken. Bei einem orangen Symbol müssen mehrere schnelle Eingaben erfolgen, bis das Symbol verschwindet. Bei einem pinken Symbol musst du deine Eingabe halten, bis die Rauten sich erneut überdecken. Die Steuerung funktioniert wie folgt. Fürs Gamepad alle Tasten und Richtungstasten außer die Options-Taste, drücke die Escape-Taste oder Options, um das Pause-Menü aufzurufen. Von dort aus kannst du die Aufführung beenden. Gut, legen wir los. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, war fast okay. Oh, Wetter, nun. Euer Spiel war wunderbar. So warm und gefühlvoll. Ein Konzert, wie es besser kaum sein könnte. Ja, mit ein paar Fehlern. Egal. Mit der Franzis scheint ganz außer sich vor Freude zu sein. Wie es aussieht, haben wir unser Ziel erreicht. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ich werde meinerseits dafür Sorge tragen, dass dies nicht das letzte Konzert war. Es wäre geradezu eine Verschwendung, wenn es bei einem einzigen Auftritt bliebe. Ich hoffe, dass wir dann wieder auf euch zählen können. Ah ja. Ja, warum nicht? So, nur eine Quest, alles klar. Eine lebenswerte Stadt.
Tjo, ich bin ja so glücklich. Das Konzert war die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Ich habe den Auftritt des werten Herrn und der anderen Herrschaften als Zuschauer mitverfolgt und kann nur bestätigen, es war ein grandioses Konzert. Wahrlich, es sind herrlich aufregende Zeiten, ein Bürger Ischgards zu sein. Oh, es war einfach traumhaft. Ich wollte, das Konzert hörte nie auf. Dabei fällt mir ein, ich muss mich noch bei allen für dieses wunderbare Geschenk bedanken. Und dass ihr all das organisieren konntet, ohne dass ich davon Wind bekommen habe. Es wundert mich nicht, dass du mal wieder deine Hände im Spiel hattest, Tero. Als ich in die frohen Gesichter der Zuschauer blickte, spürte ich in meinem Herzen, dass wir mit dem Wiederaufbau der Himmelstadt etwas Großartiges vollbracht haben. Dies ist womöglich das größte Geschenk, das den Bewohnern Ischgards je zuteil wurde. Und alles dank dir und den fleißigen Handwerkern aus aller Welt. Es gibt ja noch etwas, das ich unbedingt loswerden möchte. Du, mein Bester, hast nicht nur den Drachenkrieg beendet. Ich habe dir auch mein Leben zu verdanken, weil du mich einst vom falschen Verdacht der Ketzerei befreit hast. Und dann ist da noch mein hochgeschätzter Freund Horchefort, der sein ganzes Leben dem Glück seines Nächsten gewidmet hat, ohne auch nur einen Gedanken an ihre Herkunft zu verschwenden. Du und Horchefort, ihr seid nicht nur immer meine Freunde gewesen, ihr wart auch immer meine Vorbilder. Ich habe stets zu euch emporgeschaut. Heute, da oben auf der Bühne, dachte ich für einen Moment, dass ich endlich auch einmal ein wenig von dem vielen Glück, das ihr mir beschieden habt, an andere weitergeben konnte. Dass ich vielleicht auch ein bisschen so wie die guten Herrschaften Horchefort und nun sein könnte. Glaubst du, dass mir das heute gelungen ist? Ich habe mich immer bemüht, aber ich wurde stets von Selbstzweifeln geplagt. Und natürlich, das Ergebnis spricht für sich, mein Freund. Du bist schon nah dran, würde ich sagen. Ja, komm. Hat er doch gut hingekriegt. Meinst du das wirklich? Ich bin ja so glücklich. All die Mühen, sie haben sich ausgezahlt. Es gibt da noch eine letzte Sache, die ich mit dir mitteilen möchte. Der Drachenkrieg hat in Ischgard viele Opfer gefordert. Mir und meinen Landsleuten ist bewusst, dass wir uns nur hier und heute unseres Lebens erfreuen können, weil andere uns Schutz gewährt haben. Auch deshalb betrachten wir es als unser aller Pflicht, aus den uns geschenkten Tagen so viel Gutes zu gewinnen wie nur irgend möglich. Wir müssen das Opfer der Gefallenen ehren. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, auch dich glücklich zu sehen. Ein Lächeln ist mir wahrlich mehr wert als 1000 Worte. Natürlich ist mir klar, dass ein Held wie du nicht selten größter Gefahr ins Auge blickst, aber ich bete zu Halone, dass dich das Glück auch in den dunkelsten Stunden finden möge. Herr Generaldirektor! Herr Generaldirektor! Herr Generaldirektor, vor den Toren der Himmelstadt, man erwartet euch umgehend auf dem Platz der Habenichtse. Was ist denn nun schon wieder los? Schon gut, ich eile. Theo, würdest du mich begleiten? Okay. Dann gucken wir doch mal, was da los ist. Ich frage mich, was das Ganze aufheben soll. Tourmaline wird uns wohl gleich erleuchten. Guten Abend, Herr Generaldirektor. Bitte entschuldigt meinen unangekündigten Besuch. Oh, und Theo ist ebenfalls hier, wie ich sehe. Welch glücklicher Zufall. Wie es aussieht, bin ich zu spät erschienen, um bei den Feierlichkeiten zugegen zu sein. Der Wiederaufbau der Himmelstadt ist von größter Bedeutung für Ischgard. Als ich hörte, dass die Arbeiten abgeschlossen waren und eine Feier geplant sei, wollte ich es unbedingt einrichten, dem beizuwohnen, aber meine Staatspflichten haben mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin untröstlich, Großmeister Emmerich. Die Feierlichkeiten wurden vom Stadtvolk selbst geplant und ausgerichtet. Es tut mir leid, dass es sich nicht einrichten ließ, auf eure Ankunft zu warten. Aber nicht, du Frenzel. Gräm dich nicht. Mein Besuch war vollkommen ungeplant. Dich trifft keinerlei Schuld. Aber verzeiht meine Neugierde, wie ist die Wahrheit denn nun eigentlich verlaufen?
Ah, verehrter Großmeister, es war einfach herrlich. Eigens zur Himmelstadt Weil wurde ein Ensemble gegründet, das im neu errichteten Kulturviertel Himmelsang ein Konzert gegeben hat. Theo und meine Wenigkeit haben dabei im Duett auf dem Flügel gespielt. Ich wünschte, ihr hättet ihm beiwohnen können. Ein Klavierkonzert? Hm? Du steckst wirklich voller Überraschungen, mein Freund. Die Bewohner Ischgards haben also selbst das Fest ausgerichtet und sich in Freude und Eintracht versammelt, um ihr eigenes Werk zu feiern, sagst du? Wahrlich, der Wind der Erneuerung weht durch die Mauern unserer heiligen Stadt. Wenn die einst vom Krieg und Leid Versehrten sich den schönen Künsten widmen, ist das ein hoffnungsvolles Zeichen, dass man nun zuversichtlich in die Zukunft blickt. Musik ist vielleicht der Inbegriff der Kunst und eine ganz eigene Form der Magie, die Herzen zu öffnen vermag. Ich hoffe, ihr Klang wird weit über die Mauern Ischgards hinausgetragen und zum Symbol für ein besseres Morgen werden. Und auch wenn es die Bürger dieser Stadt waren, die eigenhändig am Wiederaufbau der Himmelstadt mitgewirkt haben, so war es doch die stete und starke Hand des Generaldirektors, die am Ende die zahllosen Fäden zusammengehalten und die Arbeiten zu einem Ganzen zusammengeführt hat. Fenzel, ich danke dir. Ihr ehrt mich, Großmeister. Ich werde auch in Zukunft stets zu Diensten sein. Es war ein kurzes Vergnügen, aber ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, mich von dem Wohl der Stadt zu erkundigen. Als Großmeister, der Tempelritter und Vorsitzender des Oberhauses sollte ich mehr Zeit hier verbringen, aber die Welt steht nicht still. Ich empfehle mich. So. Was war ich aufgeregt? Es ist so lange her, dass ich unseren ehrwürdigen Großmeister und Vorsitzenden gesehen habe. Ist es nicht interessant? Der Wiederaufbau nahm genau hier seinen Anfang. Ich erinnere mich noch daran, wie nervös ich anfangs war, als ich hier nichts als Trümmer zu sehen waren. Aber nun schau, was wir gemeinsam geschaffen haben. Dies ist genau die Art Stadt, in der man das Leben genießen und zufrieden dem Alter entgegenblicken kann. Ich danke dir. Meine Arbeit als Generaldirektor ist damit aber noch nicht beendet. In einer Stadt gibt es immer etwas zu tun. Neue Häuser müssen errichtet, neue Straßen gebaut und neue Ideen verwirklicht werden. Das ist mein Lebenswerk. Es würde mich freuen, wenn du bei der Gelegenheit wieder hier vorbeischauen könntest. Vielleicht können wir uns dann bei einem Glas Tee gemeinsam an vergangene Tage erinnern. Du bist ja jederzeit willkommen, Theo. Notenroll von New Foundations. Okay, die hören wir uns vielleicht gleich mal an. Dank deines unermüdlichen Mitwirkens wurden aus Trümmern und Ruinen ein grandioser neuer Stadtteil errichtet. Der Wiederaufbau der Himmelstadt ist damit vollständig abgeschlossen. Auch wenn der Wiederaufbau selbst nun beendet ist, die Arbeiten in der Stadt sind es nicht. Straßen und Gebäude wollen saniert, Plätze und Parkanlagen erhalten werden. Du kannst dir auch weiterhin einen Beitrag zum Erhalt der Himmelstadt leisten, indem du im Diadem Ressourcen sammelst und auf dem Platz der Habenichts deine Handwerksgüte einreichst. Außerdem kannst du jederzeit das Konzert zur Himmelstadt bei wiederholen. Marguerite auf der Estrade de Saint-Roy verrät dir, wie das geht. Und zu guter Letzt kannst du beim Bilderhändler Gemälde erwerben, die den Wiederaufbau der Himmelstadt zeigen. Himmlische Ode. Und noch mehr Quests. Warme Gedanken, Winterwonne, Schwerter der Flugscharen. Und Abschied zur letzten Reise. Gut, dann nehmen wir die ganzen Quests doch mal an. So, die erste ist dort unten. Ach, die Kinder. Warme Gedanken. Hallo Abenteuer, wir haben uns entschlossen, heute dem armen Rasquin zur Hand zu gehen. Er muss sich ja immer um alles alleine kümmern. Kürzlich wurde doch dieses prächtige neue Viertel Himmelsang errichtet, nicht wahr? Wir dachten, dass wir da vielleicht etwas Arbeit finden. Diselle. Oh, was ist denn, Kleiner? Du wirst es nicht glauben, aber ich kann bald das Waisenhaus verlassen. Wirklich? Das ist ja toll. Dann hast du also bald eine richtige Familie.
Ja, und ich. Und weißt du was? Mein neuer Papa ist ein echter Ritter. Und meine Mama ist die netteste Dame der Welt. Sie sagten, dass ich mich ordentlich von Rasekin und den anderen Kindern verabschieden soll. Aber ich möchte mich eigentlich nicht verabschieden. Jetzt darfst du aber nicht traurig sein. Du kannst von Glück reden, dass du so tolle neue Eltern gefunden hast, du Dummerchen. Außerdem können wir ja trotzdem noch miteinander spielen. Eben. Und wenn deine neue Familie doch doof sein sollte, werden wir und der Abenteurer dich retten. Verlass dich drauf. Stimmt's oder habe ich recht? Stimmt, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir dir ein kleines Andenken besorgen? Wenn du einsam bist und uns vermisst, dann hast du etwas, was dich an uns erinnert. Das wäre wirklich toll. Prequel, bis mein neuer Papa mich abholen kommt, bin ich ja noch hier. Ihr werdet staunen, wenn ihr ihn seht. Okay. Das mit dem Andenken war ein richtig guter Einfall, Prequel. Danke, aber die Frage ist jetzt, was wir ihm zum Abschied schenken sollen. Gute Frage. Wie wäre es mit ein paar warmen Handschuhen? Die sind schön weich und wenn er sie trägt, kann er sich warme Gedanken machen. Gar kein schlechter Einfall. Die könnten wir auch ganz einfach selbst machen. Dann ist es entschieden. Abenteuer, willst du zu Marcelux mitkommen? Vielleicht hat er etwas Wolle über, die er uns geben kann. Ich finde derweil heraus, wann die neuen Eltern hier eintreffen, damit wir das Andenken auch rechtzeitig fertig bekommen. Okay. Gut, dann gehen wir da mal hoch und holen uns die Wolle. Das ist Marcelux, verehrte Abenteurer. Er ist wirklich ein netter Kerl. Er sieht ein wenig zum Fürchten aus, aber in Wirklichkeit ganz lieb. Seitdem wir all unsere Mut zusammengenommen und ihn angesprochen haben, sind wir gute Freunde geworden. Marcelux, hättest du etwas Wolle für mich, die du nicht mehr brauchst? Eines der Kinder im Weißhaus wird uns bald verlassen. Wir wollten ihm ein Abschiedsgeschenk basteln. Ah, du bist es. Schön, dich wiederzusehen, Junge. Ein bisschen Wolle, sagst du? Aber sicher doch. Übrigens, Wilkesan, wusstest du, dass ich es dem Helden hier und Ritter Franzl zu verdanken habe, dass ich in der Himmelstadt leben darf? Wirklich? Das ist ja großartig. Theo ist wahrlich ein echter Held. So ist es. Er hat ein gutes Herz und ist immer hilfsbereit. Egal wer fragt. Ein Vorbild, dem jeder folgen sollte. Hier, die Spule mit dem weichen Wollgarn sollte euch ausreichen. Vielen Dank, Marcelo. Du bist auch ein Held. Für uns jedenfalls. Bis zum nächsten Mal. Gut, die Wolle haben sie. Da seid ihr ja wieder. Und, habt ihr die Wolle von Marcelo bekommen? Jupp. Sehr gut. Kommt, wir sagen Lisel Bescheid. Bin schon da, Perquil. Ich dachte, wir stricken das Andenken hier gemeinsam. Dann werden wir unserem kleinen Brüderlein umso besser in Erinnerung bleiben. Boah, die sind ja warm und so flauschig. Ich danke euch. Ich werde sie wie einen Schatz bewahren. Ah, da bist du ja, mein Junge. Oh, Ritter Redwald. Ich meine Papa. Papa, der Klang gefällt mir. Aber lass dir Zeit, mein Junge. Du kannst mich nennen, wie du magst. Das ist also der edle Ritter, der dich adoptieren wird? Boah. Welch eine Ehre, dich wiederzusehen, Theo. Wie ich vom Baron Drenomont hörte, hast du entschieden zum Wiederaufbau unserer schönen Himmelstadt beigetragen. Ganz Ischgard steht dir in deiner Schuld. Dank deiner unschätzbaren Hilfe hat sich auch Falkenhorst prächtig entwickelt. Viele Soldaten und Handwerker haben sich seither bei uns mit ihren Familien angesiedelt.
Meine Gattin und ich leben nun ebenfalls wieder vereint und jüngst kam uns der Gedanke, wie schön es doch sei, wenn wir neue Familienmitglieder willkommen heißen könnten. Leider war uns das Geschenk des Nachwuchses in jüngeren Jahren verwehrt geblieben. Ich muss gestehen, dass ich überrascht war, wie sehr der Junge an diesem Ort hängt. Aber jetzt, da ich die Kameradschaft und den Zusammenhalt unter den Kindern sehe, verstehe ich es. Ich versichere dir, dass ich und meine bessere Hälfte alles dafür tun werden, dass der Junge, mein Sohn, in seinem neuen Zuhause glücklich wird. Jetzt ist es wohl soweit. Ich muss mich verabschieden. Aber seid unbesorgt. Ich komme zurück, um mit euch zu spielen. Wir sehen uns wieder. Versprochen. Und weg ist er. Naja, es wird wohl nicht das letzte Kind sein, das unser Waisenhaus für eine neue Familie verlässt. Was haltet ihr davon, wenn wir die Sache mit dem Andenken zu einer Tradition machen? Immer wenn ein Kind uns verlässt, beschenken wir es mit ein paar wärmenden Wollhandschuhen. Den gleichen Gedanken hatte ich eben auch. So fällt der Abschied nicht ganz so schwer. Abschied. Was ist, Perikl? Du bist ja plötzlich ganz blass. Ach nichts, schon gut. Ich bin etwas müde. Ich werde mich ein wenig ausruhen. Wenn Perikl sich so launisch gibt, beschäftigt ihn für gewöhnlich irgendetwas. Ich will ihm nicht auf den Pelz rücken, aber... Es ist so eisig diese Tage. Ich bin mir sicher, dass er sich einsam fühlt. Auch wenn er es vor uns anderen nicht zugeben mag. Theo, würdest du vielleicht mit ihm sprechen? Wenn ich ihn richtig kenne, wird er sich irgendwo in der Nähe an einen ruhigen Ort zurückgezogen haben. Ich komme auch mit, aber halte mich besser etwas fern. Okay. Wir suchen ihn mal. Ja, da ist er auch. Was ist los? Oh, Theo, was machst du hier? Ist alles in Ordnung? Ich habe nur etwas Schnee ins Auge gekriegt. Schon gut. Ja, ich habe ein bisschen geweint. Es ist nur so, dass ich meine Freunde hier so lieb habe. Und dass Lyselle sagte, wir würden früher oder später getrennt werden. Wir gehören schon zu den älteren Kindern hier. Und es ist klar, dass wir nicht ewig im Heim bleiben können. Irgendwann müssen wir auch selbst zurechtkommen. Und ohne Mama und Papa, ohne die einzige Familie, die ich je kannte. Wie soll ich da nur alleine überleben? Das macht mir Angst und es macht mich so unglaublich traurig. Du wirst nie allein sein oder du wirst auch allein zu euch kommen. Du bist stärker, als du glaubst. Na, du wirst nie allein sein. Du hast immer noch deine Freunde. Denen geht's ja genauso. So ist es. Wir sind eine Familie, du Tropf. Wir mögen zwar nicht verwandt sein, aber für mich seid ihr beide wie Brüder. Ich dachte, wenn wir das Heim verlassen müssen, könnten wir drei vielleicht zusammenhalten und einen kleinen Handwerkstand eröffnen. Wir könnten Handschuhe und andere Sachen anbieten, so wie wir es ohnehin schon tun. Wir könnten zusammenleben. Wäre das nicht wunderbar? Lyselle hat recht, wir könnten sogar gemeinsam in ferne Länder reisen, so wie wir immer geträumt haben, und unsere Waren dort verkaufen. Stell dir das mal vor. Wenn wir dann aus der Fremde zurückkehren, können wir die anderen Weißen mit ganz exotischen Sachen aus den abgelegensten Regionen reich beschenken. Toll, oder? Genauso ist es. Theo hat den Drachenkrieg nicht beendet, damit wir ihn selbst mit Leib versinken, weißt du? Wir haben alle Möglichkeiten, unser Glück zu machen. Alles, was wir brauchen, ist ein Traum. Oh, das wäre ja so schön. Was bin ich froh, dass es euch beide gibt. Ja, lasst uns gemeinsam unsere Träume leben.
Danke, Theo, dass du immer für uns da bist. Denkst du, wenn wir eines Tages in die Welt hinausziehen, dass wir dich dort auf unseren Reisen vielleicht mal treffen werden? Das wäre doch großartig, richtig nicht? Wir werden unsere eigenen Handschuhe tragen. Daran wirst du uns erkennen. Möge Alone immer mit dir sein. Und das Prisma vom Orden der Tempelritter. Ja, ist gut möglich, dass wir die irgendwann mal treffen. Ja, gut, diese Geschichte haben wir nun zu einem Ende gebracht. Dann, das Prisma sieht so aus. Ja. Gut, dann die nächste Quest wäre bei Winterwonne. Dann gehen wir da mal eben hin. Wie heißt der Etherit? Östliches Himmelsang. So, und die Quest ist... Wo ist sie denn? Da. Gut, dann machen wir dann in der nächsten Folge erst weiter. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Wir sind grundverschieden. Ihr und die Ursprünglichen, ihr seht euch nach dem Leben. Und ich? Deine Zeit nähert sich dem Ende.